So, ich bin weitergewandert in die Keramikausstellung. Wir haben hier ein getöpfertes Pferd, das man relativ eindeutig identifizieren und verorten kann. Das stammt nämlich aus der östlichen Han-Dynastie. Und ein Charakteristikum der Pferde, die als Grabbeigaben der östlichen Han-Dynastie gefunden wurden, ist, dass die immer alle lachen. Also in der östlichen Han-Dynastie scheint das Leben irgendwie spaßig gewesen zu sein und wirklich alle Pferdedarstellungen, ob sie jetzt getöpfert sind oder aus Bronze gegossen, lachen halt einfach. Dieses Pferd sieht ein bisschen klobig, klotzig und gedrungen aus. Vielleicht ist damit diesmal ausnahmsweise keine Tianma gemeint, sondern tatsächlich eins der lokalen. Man hat auch hier in Sichuan Pferdedarstellungen gefunden, halt von Pferden, die sehr langbeinig sind und sehr hochgewachsen. Und von daher denke ich, dass den Leuten der Unterschied schon bewusst war zwischen den einheimischen Pferden und denen aus dem fernen Nordwesten. Die Frage ist jetzt nur, ob der Handwerker, der jetzt diese Figur hergestellt hat, eigentlich ein Tianma herstellen wollte, es aber nicht so gut konnte, oder ob es tatsächlich eine bewusste Entscheidung war, hier ein lokales, typisches chinesisches Pony darzustellen. Aber ansonsten davon ab, ist hier wirklich ein typisches handzeitliches oder aus der östlichen Han-Dynastie stammendes Pferd zu sehen, mit diesem wirklich typischen lachenden Gesicht. Ansonsten, man sieht auch noch Reste von Bemalung. Der Sattel schien zum Beispiel weiß gewesen zu sein. Das Zaumzeug oben kann man... Da sehe ich jetzt persönlich keine Farbreste, aber die Zähne waren zum Beispiel scheinbar auch geweißt. Und es schien auch eine Decke um den Leib zu haben, auch in den Farben schwarz und weiß, so wie es scheint. Hier sind nochmal zwei Gefäße zu sehen, die wir auch in Lanzhou schon gesehen haben im Museum. Und zwar diese sogenannten Ohrenschalen. Die hier stammen aus der westlichen Han-Zeit und diesmal darf ich sogar, ohne mich zu verplappern, sagen, dass sie lackiert sind. Es ist nämlich in der Tat mit dem Lack verhält sich ja so, dass man den auf verschiedene Materialien aufträgt. Das ist ja kein Material an sich, sondern eigentlich so gesehen eine Materialveredelung. Und hier ist es so, dass man getöpferte Ohrenschalen hat, die halt lackiert wurden. Die Farbe ist ein bisschen schwierig, scheint da schwarz und rot zu sein, was relativ typisch für die Zeit ist. Also da hat man viele schwarz-rot lackierte Lackobjekte gefunden. Das Dekor zeigt auch so ein so ein rankenähnliches Dekor, aber ohne Blätter halt. Der innere Teil des Körpers, des Gefäßkörpers ist undekoriert, nur außen findet sich halt ein Dekor. Oder es ist innen einfach schon zu beschädigt, weil dort die Lackqualität auch sehr gelitten hat. Aber alles in allem sind es halt relativ typische handzeitliche Lackobjekte in den typischen Farben Rot und Schwarz. Diesmal halt als Trägermaterial Ton. Einen großen Teil der Keramikausstellung nehmen Gefäße aus dem Tjung-Ofen ein. Das hier ist ein Aufbewahrungsgefäß, ein kleines Töpfchen aus der Tang-Zeit. Und für die Tjung-Waren war charakteristisch, dass sie auch relativ grob gearbeitet waren, relativ, man könnte sagen, rustikal, ähnlich wie diese Zizhou-Waren. Allerdings wurden sie nicht im Sgraffito-Dekor gearbeitet, also es wurden nicht die Dinge glasiert und dann in die Glasur die Muster reingeschnitten, sondern die wurden bemalt. Und bei diesem Töpfchen, was wir hier haben, das würde ich auf ungefähr 12 cm Höhe
und 15-16 cm Durchmesser schätzen. Da sehen wir, dass nicht der gesamte Gefäßkörper glasiert ist. Man scheint es eingetaucht zu haben, ungefähr bis knapp über die Hälfte des Gefäßes. Und dann ist die weiße Glasur halt runtergelaufen in Tropfen. Solche, wie soll ich sagen, groben Verarbeitungsmethoden findet man bei diesen Waren relativ häufig. Die sind auch nicht sehr feingliedrig bemalt. Man hat zwar hier und da Muster, meistens sind es florale Dekors und Elemente. Die sind aber allesamt meistens recht einfach, grob und einfach und grob gehalten. Wir sehen zum Beispiel hier auf der linken Seite eine Pflanzendarstellung, die ist so ein bisschen grün-gelblich. Es scheint ein Gras zu sein und es ist bei relativ vielen Darstellungen oder Dekoren hier so, dass man grob weiß, dass etwas angedeutet ist, aber man es nicht genau definieren könnte, weil es dazu halt einfach zu schemenhaft und skizzenhaft dargestellt ist. Das Innere des Gefäßes ist ebenfalls weiß glasiert, allerdings auch sehr unregelmäßig. Ein paar Schritte weiter befinden wir uns nun in der Song-Zeit. Diese beiden Kannen stammen auch wieder aus einem lokalen Ofen, nämlich aus dem Liuli-Chang-Ofen. Und sie zeigen ähnliche Charakteristika wie die, wie dieses Töpfchen oder Gefäß von eben gerade, nämlich auch wieder eine sehr grobe und einfache Arbeit, Verarbeitung. Auch hier ist die Glasur, die grundlegende Glasur, wieder relativ hell, also so weißlich, cremefarben. Man findet auch wieder florale Elemente. Bei der linken Kanne zum Beispiel sieht man eine Pflanzenranke über den Gefäßkörper laufen. Was hier aber allerdings besonders ist, sind diese Kratzdekore, die wir haben. Die scheinen nachträglich nach dem Brand erst eingearbeitet worden zu sein, weil die Spuren, die Ränder dieser Kratzspuren doch sehr, sehr scharf abgeschnitten sind. Wenn man es vor dem Brand gemacht hätte, dann wäre ja wahrscheinlich die Glasur wieder reingelaufen. Und bei der linken Kanne ist es so, dass dieses Kratzdekor, das Pflanzendekor, diese Ranke unterstützt. Das ist nämlich ebenfalls ein Rankendekor. Bei der rechten Kanne muss ich gestehen, dass ich aus der Glasur direkt kein Dekor rauslesen kann oder raussehen kann. Es scheint halt im unteren Bereich etwas dunkler, gräulich zu sein, im oberen Bereich weißlich und mit ein bisschen grüner Glasur gemischt. Und das dort eingeritzte Dekor ist ein Vogel. Wir sehen, dass der schaut gerade nach links und der Kopf ist in etwa auf Höhe des Ansatzes der Tülle.